und herzlich willkommen zu meiner Freitagslaberei. Oder zu meinem Freitagsvideo. Naja, ihr könnt es euch aussuchen. Und ja. Und es tut mir unglaublich leid. Ja. Es ist jetzt auch noch nie passiert, aber es bleibt jetzt drin. Wartet. Es steht heute etwas unstabil. So, jetzt wird es klappen. Okay, es passt jetzt sehr gut zu meinem Thema. Nämlich mein heutiges Thema ist, ich werde oft gefragt, wenn ich so erzähle, dass ich nicht rausgehen kann, wie ich das überhaupt mache und ob mein Leben nicht total langweilig ist und ob ich es nicht einfach furchtbar finde und öde. Und genau darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen labern. Nämlich ist es so, seitdem ich denken kann, war es noch nie so, dass ich jemand war, der es immer total toll gefunden hat, rauszugehen, der immer unbedingt die größten Aktivitäten gebraucht hat und der immer riesen Abenteuer für sich so entdecken wollte. Also, ihr werdet mich wahrscheinlich niemals irgendwo in einem afrikanischen Meer rumschippern sehen. Andererseits sollte man niemals nie sagen. Tja, das ist ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall ist es nicht geplant, dass ich irgendwann mal irgendwie so eine Abenteuerreise durch den Dschungel oder den Kongo oder weiß Gott wo mache, sondern ich bin einfach eher so der total, ja, ich bin jemand, ich will weder auf Partys gehen, noch will ich großartig zu Geburtstags-, Weihnachts- oder irgendwelchen solchen Feiern gehen. Mir persönlich reicht es einfach, daheim zu sein und irgendwas dort zu machen. Aber die Frage, ob ich gelangweilt bin oder nicht, die habe ich dennoch sehr oft zu hören bekommen. Und ich habe dann gestern Nacht habe ich geträumt, dass mir diese Frage von 1000 Leuten gestellt wurde und mir einfach keine Antwort darauf eingefallen ist. Und irgendwie sind Träume ganz schön realistisch und deswegen habe ich dann angefangen, mal so drüber nachzudenken, warum ist mir eigentlich zu Hause so selten langweilig? Also manchmal ist mir einfach so grundsätzlich langweilig, so dieses, wenn mich einfach alles anlangweilt und ich einfach gar nichts weiß, was ich, da kann ich sogar in der Zeit tun, was ich will, ist mir einfach langweilig. Aber eigentlich ist es meistens so, dass ich jemand bin, dem ist nicht langweilig, sondern im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr zufrieden und bin lebensfroh. Und ja, wobei, man kann auch lebensfroh sein, wenn einem langweilig ist, das schaffe ich auch. Ist ganz komisch. Naja, aber auf jeden Fall, für mich ist es so gewesen, dass ich dann überlegt habe, wie schaffe ich das überhaupt? Und so habe ich mich jetzt mal 2-3 Tage selbst beobachtet und habe mich so Discovery Channel mäßig, und hier sehen Sie, dass Elena während es trinkt. Es trinkt immer noch. Es kann stundenlang dauern, bis sie ihre 2 Liter zusammenbekommt, aber sie gibt sich Mühe. Das kennt man nicht, das habe ich früher immer so geliebt, diese ganzen Naturdokumentationsfilme, wenn sie die Tiere zugeguckt, in den Tieren dabei zugeguckt wurden, wie sie zum Beispiel an einem Trinkloch sich getroffen haben und dann stundenlang darüber diskutiert wurde oder erklärt wurde, dass Kamel trinkt. Es trinkt durchschnittlich bla bla bla, viel Liter und so weiter und solches Zeug, und ich mir dann immer gedacht habe, man könnte jetzt auch einfach sagen, ja, ich mache jetzt meine Kamera für ein paar Minuten aus und lasse das arme Kamel in Ruhe trinken. Ja. Und so habe ich mich jetzt die letzten Tage mal ein bisschen beobachtet und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass da nichts anderes ist, als was ich sonst mache. Und dann ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, nämlich ich bin jemand, ich schaffe aus einem Nichts ein Riesenabenteuer zu machen. Gut, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Entschuldigt mich mal kurz, aber das ist wirklich komisch, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich jetzt anfangen muss zu lachen, aber ich habe schon immer es geschafft, aus allem ein Abenteuer zu machen. Ich bin jemand, ich kann mir ein Abenteuer selbst erfinden und ich schaffe es auch immer wieder auf kleine Dinge wieder vorzufreuen. Sowas wie, ich habe mir mal den Vorsatz genommen, ich möchte jetzt mal 2-3 Tage nicht so viel am Computer rumhängen. Und dann habe ich wirklich am zweitletzten Tag, als ich dann gewusst habe, morgen ist es soweit, bin ich dann da gestanden und bin zu meiner Mutter gestanden, wie so ein Kind, das gerade das Riesengeschenk überreicht bekommen hat. Und habe zu ihr gesagt,
Heute ist es soweit, heute ist es soweit, ich kann wieder auf meinen Computer. Und sowas. Ich schaffe mir meine Abenteuer. Ich schaffe sie mir, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber ich schaffe mir aus Kleinigkeiten, aus Sachen wie zum Beispiel den Dreck auf dem Boden zusammenfegen, kann ich noch ein Abenteuer machen. Nämlich, wenn ich den Dreck auf dem Boden zusammenfege, wie schnell bin ich damit fertig? Und wenn ich damit fertig bin, was muss ich noch so tun, damit ich dann am Ende ein Zimmer habe, wo ich nicht ständig in Hasenleckerlis reintrete? Weil das war mein Abenteuer gestern. Da bin ich nämlich fast auf einem Hasenleckerli ausgerutscht. Es war wirklich fies. Das lag da und ich bin da so drüber gelaufen und das war irgendwie rund. Und dann hätte ich geschworen, wenn ich nicht aufgepasst hätte, so viel gemacht und ich wäre weg gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich volle Kanne gegen meinen Spiegel geklatscht. Autsch. Und ja, ich mache mir meine Welt selber bunt, indem ich einfach nicht immer nur sehe, ich habe hier bloß vier Wände, in denen ich mehr oder weniger gefangen bin. Oder ich kann nicht rausgehen, obwohl ich es gerne möchte, sondern ich erschaffe mir meine Abenteuer, indem ich immer wieder etwas Neues mache, immer wieder etwas anderes mache. Und selbst wenn es nur der Alltagsrhythmus ist, den ich immer wieder mache und dann eine Kleinigkeit verändere. Und das reicht mir persönlich oft aus, um ein ganz zufriedenes Leben zu führen. Und ich bin auch jemand, ich freue mich immer total auf meine Zeit mit meiner Pflegerin, weil ich dann mit ihr zusammen rausgehen kann. Hi übrigens an dieser Stelle. Ja, und dann immer, wir dann auch immer und alleine rausgehen, sowas wie, wenn es nur zum Einkaufen gehen, ist für mich schon ein Riesenabenteuer und ja, spannend und neu und aufregend. Und ich bin jedes Mal so gespannt, obwohl ich schon 1000 Mal in dem Laden war. Und jedes Mal freue ich mich riesig darauf, irgendwas Neues zu entdecken. Wie zum Beispiel das letzte Mal habe ich Nesquik zum Unterwegsessen gefunden. Also diese Cornflakes, die gibt es jetzt als Riegel. Die haben meine Mutter und ich heute probiert und wir sind zum Schluss gekommen, wir finden sie beide nicht so super. Die sind uns zu pappig, aber ich habe was Neues entdeckt. Und ich habe dann diese neue Entdeckung habe ich auch mit allen geteilt. Ich habe es meiner Mutter erzählt, meinem Vater. Ich habe meinen Großeltern eine Nachricht auf dem AB hinterlassen. Und das ist eben auch noch so mein Geheimnis. Nicht nur dieses mich über Kleinigkeiten freuen, weil ich bin jemand, wenn ich jetzt ein Auto gewinnen würde, wäre es für mich nicht der größte Glücksfall oder die größte Sache, die es gibt oder irgend sowas. Sondern ich bin jemand, ich kann mich auch über was freuen, wie zum Beispiel, dass ich gestern offiziell einen alten Kaugummi wiedergefunden habe. Er war nicht gekaut, er war noch frisch und nicht verpackt. Und ich bin froh, dass ich den wiedergefunden habe, weil jetzt kann ich den kauen. Ich glaube, ich mache es trotzdem nicht. Wenn ich gerade so überlege, der müsste ungefähr 4 Jahre alt sein und ich glaube, der ist nicht mehr ganz frisch. Oder sowas wie, dass ich auch nur, ja, dass ich sowas wiederfinde wie meine Decke. Oder dass ich eben sowas wiederfinde wie, ich habe einen kleinen Schmetterling mal bekommen, der war durchsichtig und den habe ich jetzt wiedergefunden und da freue ich mich voll drüber, weil ich den irgendwie sehr gemocht habe und ja, jetzt ist er endlich wieder aufgetaucht. Und so bewahre ich mir, glaube ich, ja, bewahre ich mir meinen guten Lebenswillen oder meine Freude oder auch meine Motivation trotzdem, trotz allem, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn ich nicht immer raus kann und nicht immer tun, was ich möchte, nämlich einfach mal zum Beispiel in die Stadt gehen oder Eis essen, obwohl ich das gar nicht so mag, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich bin nicht so dieser stadtgehend und irgendwas essenmäßige Mensch. Andererseits finde ich es immer ganz toll, wenn wir früher zum Waffeln essen gegangen sind. Aber das war ich auch schon ewig nicht mehr. Tut mir leid, jetzt habe ich schon wieder überlegt und grübel drüber nach, ob ich das mal wieder mit meinem Vater machen sollte. Ich glaube, es würde ihn freuen. Ja, ich denke, ich werde meinen Vater mal fragen, ob wir irgendwann 2018 zusammen eine Waffel essen gehen. Oder vielleicht auch schon im Winter 2017. Winter. Ich möchte betonen Winter. Vielleicht passiert es auch jetzt tatsächlich, dass ich es jetzt nächste Woche. Aber das ist auch sowas. Einfach mal mir Pläne machen ohne einen Zeitdruck, wenn ich sage, ich mache das irgendwann oder irgendwas und mich dann darauf freuen zu können, das irgendwann machen zu können. Ja. Und ich glaube, das ist so mein Geheimnis, um lebensfroh zu bleiben, um immer irgendwie trotz allem
in allem was Gutes zu sehen, weil ich irgendwie in allem ein kleines Abenteuer, eine neue Erfahrung, eine neue Lebensschatz oder ein neuer Eindruck oder eben auch einfach nur irgendwas Neues, Lustiges oder Unterhaltsames oder Lehrreiches sehe. Und so kommt man, glaube ich, auch irgendwie weiter. Und ja, die andere Person, zu der ich immer gehe, ist meine Babette. Und da freue ich mich auch immer drauf, weil ich einfach, ja, weil ich früher war es für mich ein Ding der Unmöglichkeit, zweimal in einer Woche nur rauszugehen. Und jetzt geht es. Und es ist einfach schön. Oder manchmal gehe ich auch mit meiner Mom oder mit meinem Dad los. Und es ist einfach was Tolles, wenn man auch merkt, dass man weiterkommt, auch wenn es nur so kleine Schritte sind. Weil ich denke, wenn man sich immer zu großen Druck macht und denkt, ich brauche jetzt den Riesenschritt, damit mein Leben jetzt sich ändert, dann fällt man eher hin und dann ist man eher noch deprimierter. Ich bin jemand, ich mache lieber kleine Tipselschrittchen und fall dann dafür nicht so schnell hin. Oder eben dann, wenn es dann mal sowas ist, dann mache ich dann Riesensprünge und fall dafür dann hin und denke mir dann, aber wenigstens habe ich was erlebt. Aber eben immer so, wie es mir gerade für mich am besten ist. Und das ist eben das Wichtige. Man muss für sich selbst kennen, um zu wissen, was man braucht und wie weit man gehen kann und wie weit man, ja, kommt mit dem, was man gerade tun möchte. Gut, ich hoffe, meine Freitagslaberei war nicht allzu viel Gelaber. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir kommen zu unserer Querdenker-Quiz-Auflösung. Und zwar zu der mit der Zahnpasta. Ich habe übrigens keinen Ärger bekommen, weil meine Mutter wusste schon, dass ich früher mal Zahnpasta überall hingeschmiert habe. Also, es war kein Geheimnis. Ja, ich lese euch wie immer die Frage vor und dann die Antwort. Das ist schon erstaunlich, aber Zahnpasta gehört zu den Lieblingsprodukten aller Querdenker. Zahnpasta kann man zum Zähneputzen benutzen. Wozu noch? Sicherlich kannst auch du ein paar nützliche Eigenschaften von Zahnpasta. Kennst du noch ein paar eigentlich? Entschuldigt. Ja. So, und jetzt lese ich euch diese nützlichen Eigenschaften vor. Und ja, Sekunde. Die sind jetzt, mir flimmert im Hintergrund ein Film. Entschuldigt, mir ist gerade die Inspiration gekommen und da habe ich einen Film geguckt und ja, gut, er flimmert da jetzt so im Hintergrund rum. Ich habe ihn eigentlich gar nicht richtig aufmerksam geguckt, sondern einfach nur so, damit ich ein bisschen was im Hintergrund gebabbert hatte. Naja. Mit Zahnpasta kann man Fliesenfugen wie neu aussehen lassen. Bügeleisen reinigen, die Scheinwerfer vom Auto auf Hochglanz polieren, zerkratzte CDs und DVDs reparieren. Ah, das stimmt wirklich. Silberschmuck glänzen lassen, Knoblauchgeruch von den Fingern entfernen. Ach, das wusste ich jetzt nicht. Flecken von der Kleidung entfernen, das Beschlagen von Spiegeln verhindern. Wandzeichnungen entfernen und sich natürlich von Karies und Parodontose schützen. So, ich zeige euch jetzt die Antwort. Das ist aber diesmal echt langer Text. Das war's für diese Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr genauso eine schöne Zeit habt wie ich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so macht, wenn ihr mal nicht raus könnt, sei es wegen einer Erkältung oder sonst was. Was macht ihr dann, damit eure Zeit schneller vergeht und ihr es schön habt? Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter, Facebook schreiben oder eben auch eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss!